Nein, es gab sie nie. Sie haben darüber, Aber eine Sie haben diese Bremse-Transferstau, waren Ihre Mutmaßungen, es gab diesen Transferstau nie. Es gibt eine Gesprächsreihenfolge, die von der Vernunft geprägt ist und von Ruhe. Und Jens Dott hat immer wieder gesagt, wir lassen uns nicht treiben. Und so haben wir es auch gemacht. Ja, ich denke, dass wir, um es mal ein bisschen bildlich darzustellen, dass wir vielleicht drei Viertel der Strecke absolviert haben, nachdem Sie uns ja zum Tabellenletzten erklärt haben, in der Vorgehensweise der Neuerwerbungen, glaube ich, dass wir jetzt einen gehobenen Mittelfeldplatz belegen. Diese Begriffe Mentalitätsmonster und die ich immer lese, die imponieren mir nicht, sondern ich finde immer sehr wichtig, dass ein Spieler hochkonzentriert seine Abwehraufgaben absolviert. Und in erster Linie sind nicht die Gesten entscheidend, sondern das, was man auf dem Platz leistet. Und da sind wir mit Papadopoulos sehr, sehr zufrieden gewesen in der Rückserie. Er war ein Stabilisator. Und deswegen haben wir alle Anstrengungen unternommen, um ihn auch zu behalten. Wir waren ja mit René Adler sehr zufrieden und Matinha hat bewiesen, dass er Bundesliga-tauglich ist. Aber von der Altersstruktur her ist eben ein 22-Jähriger und ein 31-Jähriger, das macht eben auch Sinn, dass man einen Torwart sich entwickeln lässt. Und die Frage ist natürlich immer noch offen. Der Trainer wird sie zu entscheiden haben, wer Torwart Nummer 1 ist.